Grüß euch, liebe Zuschauer. Das ist ein kleines Angehungsvideo, das wir am 1. Juni 2024 ab 14 Uhr wieder ein Zuschauertreffen haben. Im Hintergrund seht ihr die Aufnahmen vom letzten Jahr, ein bisschen was vom Gelände habe ich mal eingeblendet. Das seht ihr aber auch hier auf unserer Netzseite. Ihr geht auf digitaler-chronist.com und dann findet ihr da unter Zuschauertreffen 2024 beziehungsweise der Startseite ist auch ein Verweis. Und liebe Zuschauer, unser Team und ich freuen uns darauf, euch beim diesjährigen Zuschauertreffen willkommen zu heißen. Das können wir ja mal gleich mal groß machen. Ja, so, dann haben wir erstmal hier die Netzseite. Das ist wichtig. Am 1.6. komplettes Hotel für uns. Das ist zwar ausgebucht, aber wir haben noch Hotels in der Nähe, die, mit denen wir Kontakt haben und die sich auf uns freuen. Ja, weil wir letztes Jahr schon, oder weil letztes Jahr schon so angenehme Gäste da waren, die haben wirklich gesagt, toll, dass ihr wiederkommt, das war so angenehm. Ja, das ist auch ein tolles Zeichen für unsere Zuschauer. Muss ich echt sagen, da hat sich wirklich keiner daneben benommen. Getränke, Wasser, Bier, Cola, Fanta, Sprite. Und die sind während der gesamten Veranstaltung frei verfügbar für jeden. Speisen ab 15 Uhr, 16 Uhr spätestens wird es durchgehend ein Grillbuffet geben mit verschiedenen Grillspezialitäten. Und danach und vegetarisch gibt es auch und leckeres Dessert gibt es auch. Tolle Preise, Verlosungen, Zuschauerartikel, Musik und Gesang. Karaoke am Abend, klar, machen wir wieder. Das war lustig. Wunderbaren Tag miteinander verbringen, schöner Umgebung, ja. Wirklich, wir haben das ganze Gelände für uns, wir sind dafür unter uns und müssen dann nirgendwo uns irgendwie mit jemandem Platz teilen oder ein Gelände teilen. Wir planen, mit euch unter freiem Himmel zu feiern. Das Wetter wird toll werden. Sollte es sich verschlechtern, gibt es genug überdachte Flächen. Ja, also wir haben ja da ein Restaurant und so weiter zur Verfügung, einen großen Saal auch. Also das ist alles kein Problem. In der Nähe befindet sich ein Wohnmobilstellplatz. Parkplätze sind genug vorhanden. Ein paar Minuten vom Hotel befinden sich ein See sowie ein Kinderspielplatz. Die Kosten betragen 50 Euro pro Person, gehen komplett an den Veranstalter. Das wird einfach durchgereicht. Damit werden die Kosten von dem Veranstalter gedeckt. Ansonsten haben wir keine weiteren Einnahmen sozusagen. Das ist hier praktisch für den lieben Hotelier. Und an den Veranstalter, um dessen Kosten zu decken, wir bitten um Bezahlung des Gesamtbetrages bei der Anmeldung. Für Kinder bis 14 Jahren ist der Eintritt kostenlos. Und jetzt wird es wichtig, wo könnt ihr euch anmelden für die verbindliche Anmeldung. Steht aber alles nochmal unten. Der Verweis auf diese Seite, Zuschauertreffen 2024 und die E-Mail zur Anmeldung, die ist zuschauertreffen@digitaler-chronist.com. Mit der Angabe der Teilnehmerzahl, Bankverbindung bekommt ihr dann und dann Geldeingang. Dann seid ihr bestätigt. Die Buchung, das Zimmer in dem Hotel, wo die Veranstaltung stattfindet, oder die Zimmer sind bereits ausgebucht. Aber wir haben, wie gesagt, noch Möglichkeiten, euch da ein Zimmer zu besorgen. Ganz wichtig für alle, die vielleicht jetzt hier überlegen, hinzukommen. Für Journalisten, Streamer, Fotografen und uns nicht gewogene Menschen ist die Veranstaltung gesperrt. Wir veranstalten ein Treffen mit unseren Zuschauern. Es ist keine öffentliche Veranstaltung oder Kundgebung oder irgendeine politische Geschichte. Gar nicht, null. Es ist Feier, private Feier mit einer geschlossenen Gesellschaft. Steht hier auch, es ist ausdrücklich eine geschlossene Gesellschaft mit Zugangskontrolle und Gästeliste. Wir behalten uns das Recht vor, Gästen den Zugang zu verweigern. Wir wollen keine Journalisten, wir wollen auch keine Streamer. Natürlich können die kommen, aber nicht bitte hier von unserem Fest ohne Genehmigung irgendwie streamen. Wir werden auch eine Live-Direktübertragung am Vorabend, am Freitag vom Hotel schon machen, wie letztes Jahr, und werden aber auch an dem Tag sicherlich die Eröffnung direkt übertragen. Es kommen tolle Gäste, ich kann es jetzt noch nicht so ganz verraten. Es ist ein bisschen Prominenz ist auf jeden Fall dabei und bin geehrt und freue mich. Kommen tolle Menschen und natürlich ihr lieben Zuschauer, auf die freue ich mich am allermeisten, dass wir euch hier persönlich begrüßen können, mein Team und ich. Und an dieser Stelle meldet euch an bei zuschauertreffen@digitaler-chronist.com und wir freuen uns sehr auf euch. Es sind noch Plätze vorhanden, aber nicht mehr jetzt. Wir fangen nicht an. Wir haben ja schon seit Wochen es immer wieder angekündigt in Direktübertragungen und angemerkt. Ja, und wir haben jetzt, glaube ich, schon 250, 260 verbindliche Anmeldungen, die bezahlt haben. Wir können bis 350 ungefähr gehen, vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Aber wir wollen jetzt auch nicht hier irgendwie das hier zum Überlaufen bringen. Also bitte meldet euch an, wenn ihr schon wisst, dass ihr da könnt und dahin gehen wollt. Ja. In diesem Sinne, danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns am 1. Juni 2024 ab 14 Uhr. Ich bin schon am Freitagabend da und bleibe bis Sonntag Mittag circa vormittags.
Also vielleicht können wir auch gemeinsam frühstücken oder am Freitagabend noch gemeinsam die Zeit verbringen. Also wir sind da und kapseln uns nicht ab, sondern im Gegenteil, wir freuen uns, dass wir mit euch beieinander sind. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum 1. Juni. Macht's es gut. Servus, ihr Lieben. So, Ausknopf auch noch finden und dann ist super.